Mein Name ist Daniel Backhaus, ich bin Social Media Manager und Coach, das ist meine aktuelle Funktion. Ich habe bis Ende letzten Jahres meine Social Media Sporen bei einem großen Konzern, einem großen Mobilitätsanbieter in Deutschland verdient. Also Fazit ist eigentlich, ich durfte mich heute das erste Mal in der Rolle des Moderators versuchen und deswegen konnte ich den ganzen Tag alle 8 Vorträge sehr intensiv beobachten. Mein Fazit ist eigentlich ein sehr freudiges Fazit, also was ich auch in meiner beruflichen Funktion sehen konnte, ist, dass ich möchte es mal so ausdrücken, der Kunde 3.0 beim Enterprise 1.5 Dinge und Reaktionen ausgelöst hat, die mich sehr freuen. Man konnte es am O2-Beispiel sehen, dass Firmen mehr und mehr verstehen, dass sie sich durch Social Media ausgelöst, durch die neue Macht des Kunden ausgelöst, entwickeln müssen. Und zwar von 1.5 zum 2.0. Und die Bereitschaft ist mehr und mehr da. Und das war ein freudiges Fazit und auch Dinge, was ich sehen konnte bei allen Unternehmen, die heute dort berichtet hatten. Also ich würde sagen, Trend, was ist ein Trend, ja, oder Megatrend oder Issue, was irgendwie auftaucht, wer will das heute noch einstufen? Die technische Entwicklung ist so schnell. Dort wurde das Thema, fand ich, auch sehr nüchtern und unaufgeregt gesehen. Insbesondere sind die nicht, so habe ich es zumindest verstanden, auf den Second Screen Hype aufgesprungen, sondern eher das Gegenteil. Die haben gesagt, Second Screen, wenn man darunter versteht, das parallele Gucken während einer Sendung, hat bei denen nicht funktioniert, ja, weil die Menschen in dem Augenblick die Sendung gucken wollen und nicht auf ihrem iPad-Tab rumtippen. Ich würde aber sagen, dass das, was ProSieben crossmedial, also in dem Fall auch die Medien, die Social Medien eingebunden, das, was sie dort an Ansätzen haben, schon ganz weit vorne sind. Ich würde das fast gar keinen Trend nennen. Es ist einfach nur den Kanal Fernseher, der eigentlich ja jetzt noch unberührt vom jetzigen Social vor sich hin existiert. Auch der wird natürlich zwangsläufig damit reinkommen. Also diese große Migrationsgedanke, dass alles irgendwo zusammenkommen muss, nicht nur firmenintern, sondern auch draußen, ich glaube, der wird sich weiter fortsetzen. Wann der umgesetzt sein wird, ist schwer einzuschätzen. Sind ja, bleiben wir nein. Also 1999 wurde das Cloudtrail-Manifest geschrieben. Und da habe ich allein die erste These, Märkte sind Gespräche, gelesen und wusste gar nicht, was die von mir wollten. Ja? Jetzt haben wir 2012, sagen wir mal spätestens ab 2010, habe ich begonnen zu verstehen, was die mir damals sagen wollten. Ja, also bleibt und wird, ist schwierig zu sagen. Insofern ist meine Prognose, das soll jetzt keine Glaskugel sein, ist im Moment sind die klassischen Medien noch zu stark, dass das Social Media da irgendwie eine Rolle spielen könnte. Ich glaube aber, dass sich das ändern wird. Also ich glaube, dass Fernsehen in seinem kleinen Kosmos nicht für sich bleiben wird, sondern dass auch da eine gewisse Zusammenkunft vieler Kanäle sein wird. Wie das aussieht, ich weiß es nicht. Wenn man Mainstream, also ich meine, wir alle haben ja irgendwie die Social Media Brille auch, weil wir uns tagtäglich damit auseinandersetzen. Irgendwie müssen wir ja schon glauben, dass es Mainstream wird. Wenn ich in meinem Umfeld gucke, ob Social Media am alltäglichen Leben stattfindet, nein. Was da stattfindet, ist Telefon und SMS. Wenn man das an den prozentualen Zahlen bei Service, Kundendialog 2.0 und so weiter sieht, auch dort sind wir noch im Promille-Bereich. Also die Anfragen bei Post, bei Telekom, bei Otto, die über die Social-Media-Kanäle reinkommen, sind im Promille-Bereich zu dem, was im sonstigen Callcenter reinkommt. Insofern würde ich mal sagen, lange Antwort, kurzer Sinn, nein, Social Media ist noch nicht im Mainstream angekommen, wird es aber vermutlich in den nächsten 2-3 Jahren tun.